Und hier sind wir wieder bei Sherlock Holmes. Bin jetzt wieder auf dem Weg zu einem Tempel. Bum, 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 bum. Ich glaube, ich müssen wir dann wieder hier balancieren. Oder? Oder doch nicht? Hoffentlich nicht. Okay, nicht. Gut. Das haben wir schon herausbekommen. Okay, es hat uns ja vorhin angezeigt, wir müssen hier lang, ne? Das machen wir jetzt auch. So. Jetzt kommt es aber drauf an, ne? Wo müssen wir jetzt hin? Oh je. Gut, dann... Also, das da waren wir jetzt, ne? Genau. Oh mein Gott. Jetzt müssten wir... Das, okay. Krabbelvieh. Krone und Ding. Dann müssen wir jetzt zur Krone, oder was? Ach, ich versuch's jetzt einfach mal. Krone. Aha, okay, Krone. Gut, das nächste Symbol ist dann entweder... Oh Gott. Krone, entweder das Schwert. Das Ding oder das Ding. Nee, das nicht. Oh Gottes Willen. Das da dann. Also hierhin. Ah, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Okay. Das nächste ist... Schauen wir wieder. Jetzt sind wir hier. Entweder die Schaufel, der Fisch oder das Ding da. Was war das andere? Ja, das da. Hier entlang. Okay. Boah, Alter. Nächste Stufe ist... Das... Der Mond. Was? Was war das? Achso. Ja, genau, das da. Also hier rein. Oh, ich glaube, ich komme immer näher. Okay, nächstes ist dann... das Ding, oder? Ja, die Sonne. Dort rein. Na toll. Bin ich jetzt hier richtig? Ich hoffe's. Okay, weiter. Naja, warum nicht, ne? Das letzte ist dann im Kreis. Oh Gott. Also der Kreis ist nicht da. Aber das Ding. Müssen wir hier rein. Das ist zugeschüttet, da müssen wir hier hin. Ha! Aha! Aha! Aha, aha, aha!
Oha. Was geht hier ab? Oh Mann. Ja, was gibt? Sorry, es war gerade was. Also wir mit. Look, it's the golden knife. But how to get it? Ach so, ich muss dahin. Ach so. Kaputte Lampe. This lamp is not old. The oil is still fresh. Perhaps Sir Rodney passed by here. No, I do not think so. Remember, he went no further than the catacombs underneath the Frigidarium. The murderer left this lamp. Okay. Sieht aber cool aus. Ja gut, dann gehen wir mal da rein da. Soll's. Wie komme ich jetzt dahin? Muss ich mir erklären. Ah, guck mal. Ein Hebel. Ha! Ah ja. Watson, I need your help. Welche Tür ist jetzt aufgegangen? Ach, die da, ah, okay. Aktivieren. Cool, jetzt können wir beide machen. Was? Das ist die offen. Beim Watson. Ach du Scheiße. Drei Hebel. Oh fuck. Welches ist jetzt da richtig? Nehmen wir mit den Mitten. Nein, die Mitten! Oh. Ja nicht. Jetzt die Mitte, komm. Boah, wo bin ich hier? Achso, jetzt muss ich wieder hier. Okay, aktivieren. Welche Tür sind jetzt offen? Aber ich habe mich eingeschlossen. Ja, dann den Hebel. Yes! Offen! Sehr gut. Dann gehe ich mal da hin jetzt. The golden knife of Mithras. A long-lost relic has resurfaced. Watson, it is time to conclude this case. Excellent. Now, we should find another way of getting out of here. Oh nee. Einen anderen Weg. Welchen denn? Warte mal. Ach, da unten. Was stand da? Sir Rodneys Geheimnis war eine wichtige Entdeckung, ein Fund, der wie eine Bombe eingeschlagen hätte. Damit hätte er jeden Konkurrenten seinem Fachgebiet ausstechen und den Ruhm und die Ehre ganz alleine einstreichen können.
Obwohl Pitkin der Inhaber der Thermen ist, hätte er sie verloren, denn diese große Entdeckung hätte alles verändert. Durch sie wären die Thermen zu einer permanenten Ausgrabungsstätte geworden. So hätte Pitkin seine kommerziellen Ziele nicht erfüllen können. Ah! Okay. Jetzt gehen wir mal raus. Da aus dem Tempel, oder? Oder nicht? Ja, genau. Ich müsste mal hier laufen. Oh nein. Okay, aktivieren. Ja, toll. Aktivieren. Ja, ist ja blöd. Ne? Aber wie komme ich dann dahin? Warte mal. Toll, jetzt habe ich mich wieder eingeschlossen. Hä? Ja, die Tür geht nicht auf. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Mach mal den wieder auf. Ja, das finde ich doch nicht. Mach wieder zu. Oh, Hilfe. So, das ist hier wieder offen. Ich komme aber nicht mehr raus hier. Oh, Hilfe. Okay, jetzt gehe ich da lang. Jetzt machen wir mal das auf. Schauen wir mal, was da rauskommt. Ah! Geht doch. Geht doch. Okay. Deaktivieren. Jetzt den wieder aktivieren, oder was? Boah. Geht's mal mit den anderen auf da? Was ist denn das? Richtig. Warte mal, den erst. Was soll ich jetzt aufmachen? Hm? Was? Was hab ich jetzt aufgemacht? Gar nichts. Machen wir den wieder auf da. Muss wieder rauskommen, das gibt's doch nicht. Ah, jetzt. Achso. Naja. Ist wieder zu. Was denn? Offen? Das gibt's doch nicht. Warte mal. Offen. Nee. Ist dann der da, oder? Nee, das ist doch der oben. Ah. Ja, Himmel, Herrgott, nochmal. Geht denn das doch nicht auf? Ich will doch hier raus.
war das da jetzt? Oh Mann. Ah ja, okay. Aktivieren. Okay. Müssen wir da Q drücken. Also hier ist noch offen. Kann ich jetzt das öffnen? Bitte. Zurück. Ah ja. Jetzt kann ich hier oder was? Hä? Wart. Warte mal. Oh, das ist ja blöd. Hä? Alter, wie komme ich da hin? Was ist das für Scheiß da? Warte mal. Bis offen ist. Boah, es ist eine Scheiße hier. Bin ja ich wieder hier. So, solange das da offen ist, mache ich nichts. Jetzt machen wir mal die Mitte auf. Da muss irgendwie so ein... Da siehst du? Jetzt machen wir das. Das ist dann nämlich zu, jetzt machen wir... This mechanism seems inactive. Most likely the door it... Ah, was? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich bin jetzt hier, ne? Muss ich jetzt das aktivieren? Yes, 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 yes! Naja, jetzt bin ich schon da, oder? Aktivieren. So, jetzt kann ich die... Wart! Was ist denn jetzt wieder los? Warte mal. Also ihn habe ich jetzt schon. Komm. Nein! Das ist der falsche. Mensch. Warte mal. Die aktivieren. Boah, ich hab doch den jetzt schon drin. Ja, jetzt, jetzt! Raus! Jetzt raus, komm! Oh! Oh, meine Güte! Oh Mann, ey! So, jetzt weiter. Oh. Das war ein Kampf jetzt. Sag's euch. So, was haben wir dann noch? Okay.
So, er tötete Sir Rodney, um den Fund zu vertuschen. Für ihn war das der einzige Weg, die römischen Thermen vor groß angelegten Ausgrabungen zu bewahren. Er verwendete eine silberne Reproduktion des goldenen Dolchs von Mithras. So, keine Gnade für Pitkin. Pitkin war von Bentcliff gedemütigt worden. Daher entwarf er einen Plan, um zuerst Bentcliff aus dem Weg zu räumen und danach die Thermen zu eröffnen. Er glaubte, der mysteriöse Mord würde die Öffentlichkeit anziehen. Gnade, Pitkin ist der rechtmäßige Besitzer der Thermen, doch Bentcliff war kurz davor, ihm die Anlage zu entreißen. Hätte Bentcliff den Kompromiss akzeptiert, hätte Pitkin ihn nicht ermordet. Ich sag mal, keine Gnade. Oh oh. Was? Fortführen? Wieso? Keinen Verdächtigen überführen. Warum nicht? Habe ich das vergessen, oder? Achso. Jetzt. Hä? Warte mal. Nee. Ja, eben. Sei doch. Also keine Gnade. Ja, jetzt. Oh. So, schauen wir mal. Natürlich war das. So, jetzt bin ich gespannt. Und? Why did you bring me here? I saw that you released the others. Sir Gregory, I would ask that you listen carefully to what I'm intending to reveal to Inspector Lestrade. You murdered Sir Rodney Bentcliff in cold blood, and you did it for money. What? No, that's not true. I am afraid that it is. The ingenious ghost weapon that you used only served to prove the premeditation. You're insane. It was a spectacular felony. One that intrigued the police and encouraged the press. Scandal is an excellent means of bringing the public's attention to your baths. And eventually, of course, it brought me too. You have it all wrong. Well, I didn't expect you to possess much in the way of courage. May you be a fraction more inspired before you meet the hangman. Farewell, Sir Gregory. Okay. Also, Pitkin war von Bentcliff gedemütigt worden. Daher entwarf er einen Plan, um zuerst Bentcliff aus dem Weg zu räumen und danach die Thermen zu eröffnen. Er schmolz Silbermünzen zu einer silbernen Reproduktion des Goldenen Dolchs von Mithras zusammen, tötete Bentcliff damit und entsorgte sie nach der Tat im Kohlenbecken. Er glaubte, der mysteriöse Mord würde... Achso. Würde die Öffentlichkeit anziehen und somit ihn als Besitzer reich machen. Gefundene Hinweise 18, Schlussfolgerung Pitkin, Entscheidung keine Gnade. Jetzt schauen wir mal, ob es richtig ist. Oh, nicht richtig. Toll, aber 18 gefunden. Okay, bestätigen wir. Ist wurscht. Ah, gibt's doch nicht. Okay, dann war's das hiermit von das Blutbad. Beim nächsten Mal seht ihr den nächsten Fall, und zwar die Affäre Abbey Grange. Oder wie auch immer. Sieht schon mal cool aus, das Bild. Und ja, schauen wir mal, wie es dann damit weitergeht. Das ist dann Fall Nummer 4, glaube ich. Also dann bis zum nächsten Mal hier bei Sherlock Holmes. Tschüss.